Du hast dir vielleicht eins meiner Videos angeschaut oder irgendwo anders im Netz bist du über den Begriff FTP-Client gestolpert, fragst dich, was das denn eigentlich ist und wie man das einrichtet. Heute gibt's die Antwort darauf. Mein Lieblings-FTP-Client ist der FileZilla, den wir hier auch gerade sehen können. Dieses Programm, das immer mal wieder in den Videos von mir auftaucht. Den könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Einen Link zur Webseite gibt es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung, wie immer, das kennt ihr so. Und wenn ihr den öffnet, sieht er wahrscheinlich zu Beginn etwas anders aus als mein FileZilla. Ich gebe euch mal die wichtigsten Tipps für FileZilla, angefangen beim Aussehen. Ihr wisst, auf dem Mac, ihr könnt immer die Einstellungen öffnen, indem ihr Command-Taste auf eurer Tastatur und das Komma drückt, dann geht das Einstellungsfenster auf. Auf Windows geht es, glaube ich, ab und zu mal irgendwie so ähnlich, aber ihr könnt auch auf FileZilla und Einstellungen. Die wichtigsten Sachen hier sind erstens in der Oberfläche umzuschalten bei der Ansicht auf den Datei- und Verzeichnisansicht auf Explorer. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als die Standardansicht von FileZilla, wenn ihr mich persönlich fragt, denn es ist hier totaler Blödsinn, dass wir so viel Bildschirmplatz verschwenden für diesen Baum von Dokumenten. Das ist Blödsinn. Was wir wissen müssen, ist meistens, wie eine Datei heißt. Also wenn ich hier quasi wissen möchte, man sieht es ja auch, ich kann das kaum navigieren, ich komme da kaum ran und dann sehe ich hier den Dateinamen und er hat jetzt hier in diesem kleinen Fenster ein bisschen Platz. Man kann sich das natürlich größer ziehen, aber das ist alles sehr verwirrend, finde ich persönlich. Deswegen immer umschalten hier Oberfläche auf den Explorer. Und plötzlich hat dieser Verzeichnisbaum hier links wesentlich weniger Platz, denn meistens weiß ich, wie meine Verzeichnisse heißen und ich muss länger suchen bei den Dateinamen. Und die haben jetzt plötzlich den Raum eingenommen, der vorhanden ist auf meinem Fenster, so wie sich das quasi gehört. Das Zweite, was ihr unbedingt machen solltet, wenn ihr gerade mit WordPress arbeitet, ihr könnt hier oben auf diesem Icon den Datei- und Verzeichnisfilter-Dialog öffnen. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass bei mir gar nichts angeklickt ist und die HT-Access hier, die mit einem Punkt beginnt, sichtbar ist. Wir müssen ab und zu mal Anpassungen an der HT-Access vornehmen. Das ist eine wichtige Datei, mit der sich sehr viel anstellen lässt. Und wenn ihr hier Standard-Konfiguration habt, dann ist quasi angeklickt, dass Configuration-Files, also Konfigurations- oder Steuerdateien, ausgeblendet werden. Es ist ein bisschen komisch, man denkt sich, Moment, da ist ein Haken davor, dann sollten die doch angezeigt werden. Nein, das ist der Filter und der Filter für die Konfigurationsdateien ist aktiviert, wenn da der Haken ist. Wenn ich das jetzt auf OK setze, ist die Datei hier plötzlich verschwunden. Das war übrigens nicht gut, was ich eben gemacht habe. Kommen wir gleich zu. Um das jetzt wieder zu ändern, wie gesagt, auf den Filter hier oben gehen und die Configuration Files wieder, den Filter quasi deaktivieren. So, die nächsten Punkte, die wichtig sind. Hier oben habt ihr quasi eure Konsole, die euch immer sagt, was gerade los ist. Meistens solltet ihr in die genau reinschauen und schauen, ob da irgendwie eine Farbe auftaucht. Insbesondere, wenn die Farbe rot ist. Es kommt nämlich manchmal irgendwie vor, dass man sich mit einem Server verbinden will. Dann kommt eine Fehlermeldung, dass die Verbindung nicht zustande kommen kann. Und dann taucht es hier in roten, fetten Lettern im Normalfall auf. Und man fragt sich manchmal, ey, ich gehe doch hier in das Verzeichnis rein, warum passiert denn da nichts? Und man sieht dann hier oben in der Konsole, dass da irgendwas rot war und dass es nicht geklappt hat. Und meistens kriegt er sogar eine sinnvolle Fehlermeldung im Sinne von, die Art der Datenübertragung, die ihr versucht hat, funktioniert nicht oder das Passwort ist falsch oder der Server ist gerade im Urlaub und hat keine Lust mehr. Hier unten seht ihr euer Protokoll. In dem seht ihr quasi immer, was ihr gerade gemacht habt. Da ist normalerweise hier bei den zu übertragenen Dateien alles leer. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen würde, ich möchte diese Datei, die hier, ins Hauptverzeichnis zurücklegen, wo die eigentlich hingehört, dann ist die hier ganz kurz am Start. Hier unten. Es geht jetzt aber so schnell, dass es gar nicht aufgetaucht ist. Und dann taucht die normalerweise im Nachgang, nachdem die übertragen worden ist, bei erfolgreichen Übertragungen auf. Wenn man eine Datei von einem Ordner in einen anderen Ordner verschiebt, dann gibt es keine Kommunikation zwischen eurem Rechner und dem Internet, sondern alles passiert quasi auf dem Ordner selbst. Deswegen sehen wir das hier oben wieder in der Konsole. Aber nicht hier unten bei den übertragenen Dateien, nur so als Info für euch. Anders sieht es jetzt aus, wenn ich zum Beispiel in den Content-Ordner gehe und dann jetzt hier in meinem Child-Theme, in dem ich arbeiten will, die Functions.php herüberlade, dann sehe ich hier vorne bei zu übertragenen Dateien, ist jetzt eine in die Queue gerutscht, nämlich die, die wir gerade übertragen wollen. Dann kann ich hier sagen, was ich machen möchte. Ich würde euch niemals empfehlen, pauschal zu sagen, immer diese Aktion ausführen und zwar wirklich, egal welche Aktion das ist. Ja, ihr wollt eigentlich, wenn ihr eine Datei von einem Server auf euren Rechner runterladet, immer einstellen, also immer erstmal gucken, was denn los ist. Und hier ist die wichtigste Sache meiner Ansicht nach immer die Dateigröße und das Änderungsdatum, also diese zwei Daten, die ihr hier seht. Das ist super, super wichtig. Manchmal kommt es bei mir beispielsweise vor, dass ich mit 3 oder 4 Servern parallel connected bin und dann vertappe ich mich, ja, das kommt vor, deswegen heißt die Firma nämlich NextHub, und lade mir die falsche Functions.php in den falschen Ordner herunter. Und dann schaue ich immer erst nochmal,
kommt das denn hin? Und natürlich kann sein, dass die 1 oder 2 oder 3 Byte abweicht, wenn ich gerade irgendeine Änderung vorgenommen habe. Es kann aber nicht sein, dass die Datei von 540 Bytes auf 5 Kilobyte gesprungen ist. Das ist eher die Ausnahme. Und deswegen immer genau gucken, erstens, und zweitens, niemals sagen, immer diese Aktion ausführen. Es gibt eine Ausnahme von dieser Grundregel und die ist zum Beispiel, wenn ihr ein komplettes Backup eures Servers gezogen habt, irgendwann mal, und jetzt quasi ein neues Backup zieht, dann ist es natürlich total nervig, wenn ihr euch jetzt für jede einzelne Datei fragt, möchtest du die Datei wieder überschreiben? Dann ist die richtige Lösung zu sagen, immer diese Aktion ausführen und noch zusätzlich den zweiten Haken zu setzen, nur auf die aktuelle Warteschlange anwenden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Ordner hätten, wie das komplette Flatsum, das ist das WordPress-Theme, und das hier herunterladen würden und dann kommt die Warnung, ey, du hast schon einen Ordner Flatsum, möchtest du den neuen herunterladen, dann ist es tatsächlich sinnvoll zu sagen, für diese Warteschlange möchte ich quasi jetzt für alle Dateien, und dann ist meistens die beste Option überschreiben, falls die Größe unterschiedlich ist oder falls die Quelldatei aktueller ist. Das ist die Aktion, die ich fast immer nehme und dann, wie gesagt, immer diese Aktion und nur auf die aktuelle Warteschlange anwenden. So, dann können wir hier in der Datei übertragen und dann kommt eins der häufigsten Features, das mich auch Leute anfragen, die meinen Livestream immer angucken, die sagen dann, ey, wieso kommt da dieses Fenster, dass die Datei geändert wurde? Das ist eben auch ein Feature, das ihr im FileZilla anschalten könnt und den ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Das ist hier bei Bearbeiten von Dateien in den Einstellungen wieder und dann könnt ihr hier einstellen, dass eine lokal bearbeitete Datei beobachtet werden soll von eurem FTP-Client und bei Änderungen das Hochladen vorgeschlagen werden soll. Was heißt das konkret? Das heißt, wenn ich mir die Functions PHP hier ziehe auf meinen Rechner, die dann anschließend hier aufmache, das ist bei mir ein Doppelklick, das kann man übrigens auch einstellen. Bei mir ist eingestellt, dass eine lokale Datei beim Doppelklick immer bearbeitet wird. Man kann auch einstellen, dass die übertragen werden soll, aber ich persönlich muss meistens mehr bearbeiten, als ich übertragen muss. Deswegen ist ein Doppelklick bei mir, dass die Datei aufgeht. Die wird bereits bearbeitet. Ich sage jetzt einfach, mach die nochmal auf. Und wenn ich jetzt hier irgendwas hinzufüge, also selbst nur this is a comment, ja, also gar nichts Sinnvolles, und die Datei jetzt speichere und zurück auf meinen FileZilla wechsel, kommt eben dieser Hinweis, hey, du hast die Datei geändert, möchtest du die wieder hochladen? Und das ist, wie gesagt, das ist für mich die MVP-Funktion in diesem Programm. Die benutze ich den gesamten Tag über, ungefähr 200 Mal pro Tag. Und es sorgt halt jedes Mal dafür, dass ich jetzt nicht dann wieder auf die Datei klicken muss, das habe ich jetzt zweimal auf, und dann sagen muss, jetzt diese Datei bitte wieder übertragen. Ja, also jedes Mal ist es Arbeit, jedes Mal ist es Zeitaufwand. Und dann sagen, ah, guck mal, die ist jetzt ein bisschen größer geworden, ein Kommentar mehr, und die jetzt wieder hochladen. Das muss ich eben nicht machen, sondern es passiert die ganze Zeit automatisch und es ist für mich eine wesentliche Zeitersparnis beim Bearbeiten von Webseiten. Die letzte Funktion, die ihr unbedingt noch kennen solltet, zumindest wenn ihr mit mehreren Webseiten arbeitet, ist der Server Manager. Den findet ihr, wenn ihr hier auf Datei geht und dann auf Server Manager oder man sieht es hier oben schon, Command S. Ihr wisst, ich bin der größte Fan von Shortcuts, Command S. Im Server Manager könnt ihr für jede einzelne Verbindung, die ihr so anlegt, quasi ein Lesezeichen hinterlegen, sodass es bei mir darauf hinausläuft, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit der NextHub-Seite connecten möchte, gehe ich nur auf Command S, dann klicke ich hier rein, gebe NextHub ein und dann bin ich direkt da. Muss halt gucken, welche von beiden die richtige ist und dann drücke ich auf Enter im Normalfall. Vorher müssen natürlich hier einmal die Daten angegeben werden. Diese Daten bekommt ihr im Normalfall immer aus dem Provider-Menü, in dem ihr sehen könnt, welche Zugänge es gibt. Einen besonderen Tipp habe ich hier noch an der Stelle, geht auf Erweitert und auf Erweitert könnt ihr nämlich ein lokales Standardverzeichnis festlegen. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr zum Beispiel für jeden Kunden, mit dem ihr arbeitet oder für jede Webseite, an der ihr arbeitet, ein eigenes Verzeichnis habt, was ich euch natürlich ebenfalls empfehlen würde. Und das sorgt jetzt dafür, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit der Seite von Alina Deislev connecten möchte, dass ich direkt in meinem lokalen Ordner lande, der da am Ende eben auch Nina Deisler heißt. Und das ist super hilfreich, weil wenn ihr das nicht macht und ihr möchtet jetzt auf irgendeine spezielle Seite zugreifen, müsst ihr hier jedes Mal in eurem normalen Verzeichnisbaum auf eurem Rechner durch die Gegend gucken und dann schauen, ach, wo muss ich denn jetzt hin? Und dann surft ihr und bearbeitet das und geht da quasi hin und es ist jedes Mal wieder verlorene Zeit. Wenn ihr es richtig eingestellt habt, gehen wir zum Beispiel eben auf die Nina Deisler und dann lande ich direkt in meinem lokalen Ordner, der da Nina Deisler lautet. Und ich spare wieder jedes Mal, wenn ich mich mit dieser Seite connecte, ein paar Minuten vielleicht sogar. Also eigentlich nur Sekunden, aber wenn ihr langsam mit der Maus seid, sind sogar Minuten. Das ist so ziemlich alles, was ihr wissen müsst über den FileZilla meiner persönlichen Ansicht nach. Ich zeige euch noch einen kleinen Trick, der ab und zu mal vorkommt. Es könnte sein, dass ihr irgendwas macht, was ihr gar nicht machen wolltet. Zum Beispiel, dass ihr euch irgendeine Seite hier herunterladet und die wolltet ihr gar nicht herunterladen. Und dann habt ihr jetzt diese riesige Warteschlange hier, diese 200
Dateien, gleich sind es 300, gleich sind es 400 und ihr seid im Panikmodus, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Option 1, ihr schießt das Programm ab, ja? Das geht. Option 2, ihr geht hier oben drauf und klickt auf das X. Damit könnt ihr die aktuelle Operation abbrechen, das hilft schon mal so ein bisschen. Und das andere, was ihr machen solltet, ist hier diese Warteschlange zu pausieren. Das ist das zweite Icon hier oben. Ich benutze die Icons fast nie, aber das ist so der eine Fall, bei dem ich das mache. Und dann könnt ihr hier unten auf die Warteschlange gehen, die hier wie gesagt unendlich groß ist. Markiert einfach alles und löscht das jetzt. Und das funktioniert, jetzt ist quasi diese Aktion abgebrochen. Und dann habt ihr zwar ein bisschen Zeit verloren, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wir haben jetzt nicht die Dateien vom Server gelöscht, wir haben nur die Dateien aus der Warteschlange gelöscht. Und dann müsst ihr quasi im Anschluss jetzt zu sagen, ach, diesen Ordner wollte ich ja gar nicht herunterladen, den kann ich jetzt bei mir auf dem Rechner löschen. Wichtig, bei euch auf dem Rechner und nicht im Netz. Ja? Selbstverständlich wollt ihr jetzt nicht diesen Ordner im Netz löschen, da müsst ihr immer wieder genau aufpassen, wo ist der Server? Bei der Ansicht, die wir eingestellt haben, unten, da müsst ihr vorsichtig sein. Wo ist der lokale Ordner? Bei der Ansicht, die ich bevorzuge, oben. Und dann kann ich sagen, okay, diesen Ordner wollte ich niemals herunterladen, also wieder weg damit. Das ist so der Panikmodus, der ab und zu mal passiert, wenn man sich irgendwie verklickt hat oder sowas. Damit könnt ihr das quasi stoppen mit der Warteschlange, die ihr hier oben macht. Das sind aber so meiner Ansicht nach wirklich alle Sachen, alle Tipps, die ich für euch habe für FileZilla. Es ist ein fantastisches Programm, angesichts der Tatsache, dass es kostenlos ist. Es gibt andere FTP-Clients, manche von denen sind vermeintlich schneller, manche von denen sind vermeintlich benutzt. Freundlicher. Ich persönlich bin der Ansicht, dass FileZilla diese Grätsche zwischen diesen ganzen Sachen ganz gut hinbekommt, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass FileZilla natürlich kostenlos ist. Deswegen ist es von mir der bevorzugte FTP-Client, zumindest auf dem Mac hier, aber war es auch schon auf Windows, als ich noch auf Windows gearbeitet habe. Der Transmit zum Beispiel ist ein anderes Programm, das kostet ein bisschen Geld, ist schneller, aber ich mag das Handling weniger. Gerade diese Dateien werden bearbeitet und werden automatisch wieder auf den Server hochgeladen. Ist für mich die wichtigste Funktion am FileZilla und die sieht man relativ selten oder zumindest nur bei jedem zweiten FTP-Client. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen und du weißt jetzt Bescheid, was ein FTP-Client ist, was man damit machen kann und wie du den FileZilla am besten auf deine Bedürfnisse einstellst, damit du mehr aus ihm rausholen kannst. Falls dich die Themen Webdesign im Allgemeinen interessieren oder WordPress im Speziellen, dann am besten diesen Kanal abonnieren. Wir haben noch viele, viele weitere Videos zu diesem Thema. Guck gerne auch mal in meinem Livestream vorbei, der läuft auf Twitch und dort gebe ich dir im Normalfall viermal die Woche genau solche Tipps an die Hand, damit aus dir noch ein Webdesigner wird oder du aus deiner persönlichen Webseite mehr rausholen kannst, mehr Kunden gewinnst und allgemein erfolgreicher bist. Und dann sehen wir uns entweder bald mal wieder hier auf YouTube oder drüben auf Twitch. Mach's gut, bis bald.